Vorbereitung eines Vorstellungsgesprächs. Man kann sie machen, man kann sie aber auch nicht machen. Ich war vor ein paar Wochen in einem Beratungstermin und mitten im Beratungstermin sagte der Inhaber, huch, ich habe ja ein Vorstellungsgespräch, ich bin gleich wieder da. Ja, ist okay. Nach 10 Minuten kam er wieder rein und sagte, ja wunderbar, ich habe ihn eingestellt. Ich so, okay. Nee, macht einen wunderbaren Eindruck, tipptopp. Küchenchef. Position. Ja. Beim nächsten Termin. Ja, und was macht jetzt der neue Küchenchef? Ja, ach, das hat menschlich nicht so gepasst. Der ist schon wieder weg. Aber ich habe schon wieder einen neuen. Das heißt, sich auch wirklich die Zeit zu nehmen, sich mit diesem Prozess auseinanderzusetzen. Und eigentlich auch zu gucken, wen lade ich überhaupt ein? Was will ich auch mit diesem Gespräch erreichen? Und wie kann ich mich persönlich auf so ein Gespräch auch vorbereiten? Die Frage ist, wer muss in diesem Bewerbungsprozess eigentlich überhaupt eingebunden werden? Geht es jetzt um die Position im Housekeeping, Herren im Housekeeping? Macht es dann die Hausdame? Macht das Hausdame und Geschäftsführung, Hoteldirektor? Oder macht sie das alleine? Ist der Entscheidungsweg klar? Darf zum Beispiel eine Hausdame selber entscheiden, wie sie einstellt? Oder muss das über einen Hoteldirektor, Geschäftsführer, Inhaber laufen? Existiert ein grober Gesprächsablauf? Weil auch da ist eigene Erfahrung schon erlebt, man kommt in ein Gespräch, ein Jahr, schönen Tag. Was haben Sie so gemacht? Darf ich kurz was von mir erzählen, von unserem Unternehmen? Dann erzählt man so, ja, ich kann mir das wunderbar mit Ihnen vorstellen. Aber da sind wir genau wieder bei dem Punkt, weiß dann auch derjenige oder diejenige, ob ich der Richtige eigentlich für diesen Job bin? Man kann Glück haben, man kann auch Pech haben. Oder ein Leitfaden bezieht, wenn ich so fragen, wie wir ein Bewerbungssystem erstellen. Gut, die Frage nach dem Bewerbungssystem ist natürlich immer die Frage, wie groß ist mein Unternehmen? Das ist schon klar. Aber zumindest sollte ich einen groben Leitfaden haben, wie ich eigentlich so ein Gespräch führen möchte. Und was ich, glaube ich, auch ganz wichtig erachte, ist, nehme ich mir eigentlich auch vor dem Vorstellungsgespräch die Zeit, mir persönlich auch die Zeit und eigentlich im Grunde genommen auch dem Bewerber die Zeit, weil wenn ich gerade mal schnell so aus dem Termin raushusche und in ein Gespräch reingehe, hat natürlich der Bewerber zum Teil auch das Gefühl, dass ich gar nicht bei ihm bin. Auch die große Frage, wo soll denn das Gespräch eigentlich stattfinden? In der Hotelhalle, wo Check-in, Check-out ist, Musik? Oder gönne ich dem Bewerber und mir einfach mal einen ruhigen Platz, wo wir uns ungestört und wertschätzend unterhalten können? Und natürlich auch auf Fragen des Bewerbers vorbereitet sein. Denn ein Bewerbungsgespräch läuft heute beidseitig. Wenn ich dann einen gefunden habe, wie kann ich unterscheiden, ob der jetzt halt wirklich nur so, das jetzt so ein Barbie-Püppchen ist, das sich für Geld verkauft, oder ob das tatsächlich ein Influencer ist, der Anerkennung hat in seiner Community, der wirklich ernst genommen wird und der vertrauenswürdig ist. Wie finde ich das heraus? Einmal ein ganz wichtiger Punkt ist der Einfluss und die Bindung des Influencers zur Community. Das erkenne ich dadurch, die Engagement Rate. Also wie interagieren die Follower mit den verschiedenen Posts? Ganz ehrlich, die Followerzahl sagt nicht zu viel aus, also die Reichweite, weil heutzutage kann man sich alles kaufen, man kann sich auch Follower kaufen, man kann sich Likes kaufen, es sagt wirklich nichts aus. Und jetzt zum Beispiel vor allem in so einer Nische,
wie beim Herrn Grunau, können auch schon 4000 Follower, aber wenn es genau die Zielgruppe ist, können die auch schon wertvoll sein. Und da geht es eben zu schauen, okay, wie viele Leute, wenn jetzt zum Beispiel Influencer unter dem Bild eine Frage stellt, wie viele Leute antworten darauf, wie viele Leute interessiert das, wie viele Leute interagieren tatsächlich mit dieser Person. Genau, ist diese Person auf mehreren Plattformen präsent, also ein guter Influencer ist meistens auf mehreren Plattformen präsent. Wie ist die Qualität des Contents? Also postet der Influencer jetzt wirklich nur ein Bikini-Bild von sich mit einem kurzen Text oder schreibt er wirklich einen langen Text, der für die Kunden einen großen Mehrwert bietet? Auf diesen Mehrwert schauen. Was? Ja? Wir haben doch vorhin gesagt, eher viel Bilder, wenig Text. Nee, man kann auch einen Text schon lesen. Okay. Genau. Aber jetzt nicht wie auf Facebook, dass man einen langen Eintrag schreibt. Genau, also wie ist die Qualität des Contents? Bietet diese Influencer tatsächlich mehr Wert für seine Zielgruppe? Genau, das sind nochmal die Social Science, wie viele Follower hat er, wie viele Leute kommentieren, wie viele Likes, Shares sind auch eine gute Anzeige, wie viele Leute teilen die Sachen von Influencer, Downloads, Views, Abonnenten, genau. Also die Interaktionen sind ein wichtiger Indikator für die Bindung des Influencers zu seiner Community. Den Einfluss natürlich auch. Und zwar an ihren Markenkontaktpunkten. Also nicht einfach nur die Markenkontaktpunkte so zu gestalten, ja, zu sagen, das ist ein schönes Frühstücksbuffet, aber wirklich zu überlegen, wie kann ich da meine Spezifik einbringen? Wie kann ich meine Spezifik auch bei der Begrüßung schon reinbringen, an der Rezeption? Wie wird sie im Zimmer erkennbar? Dass sie sich wie ein roter Faden durchzieht. Und das ist auch schon der dritte Punkt, Markenkontaktpunkte als Gesamterlebnis zu verstehen. Das bringt ihnen nämlich nichts, wenn sie nur einen Markenkontaktpunkt optimieren und sagen, ja super, da kennt man jetzt meine Strategie wirklich gut daran, aber alles andere so dahin dümpeln lassen. Man erkennt es wirklich erst daran, wenn man diesen roten Faden erkennt und wirklich penetrant alle Markenstrategien, zum Beispiel die Markenregeln, oder man kann es auch nach diesem einen Wort wert, also ein Thema, einfach alles darin umzusetzen. Und dann kann der Gast auch dieses Markenerlebnis wirklich wahrnehmen. Dann haben wir uns die Frage gestellt, wie schaffen wir es denn, den Gast auf dieser Reise der Markenkontaktpunkte, und wir haben es gehört, 100 Markenkontaktpunkte haben wir über 100 gefunden, von Anreise bis Abreise, wo schaffen wir es denn wirklich, den Gast emotional mitzunehmen? Das sind so banale Dinge, ich habe einen Küchenchef, der ist gut aussehend, dann haben wir definiert, warum machen wir mal nicht bei Geburtstagsfeiern exklusiv im Kaminstück oder gehen wir rein und singen? Dann sagt man, ja, das können wir nicht. Am 90. Geburtstag, die Dame hat zum Weinen angefangen, Küchenchef, super groß, schwarze Uniform, die Sous-Chefin ebenfalls schwarze Uniform, 4 Service-Mitarbeiter, ich sind da rein, haben Happy Birthday gesungen, hat 2 Minuten gedauert, die hat geweint. Ich sagte, Herr Lange, ich werde die nächsten Geburtstage bei Ihnen feiern. Wir haben die Idee aufgenommen. Mit 90? Mit 90, ja. Ich hatte vor 2 Monaten 100. Wir haben die Idee aufgenommen, die der Herr Gärtner eingeworfen hat, Eiscreme mal zu servieren bei den Tagesgästen. Wie holen wir denn den Tagungsgast? Und wir sehen jetzt sehr schöne Tagungspausen. Wie holen wir den Tagungsgast emotional ab? Und da kam die Idee, serviert doch mal Eis. Steckerle-Eis. Können wir nicht, weil wir schon 6 Tagungen gleichzeitig haben, wer soll denn das machen? Also, aber doch, können wir schon. Dann gehe ich in die Richtung, du gehst in die Richtung und der Dritte geht in die andere Richtung, dritte Tagung. Das kam richtig gut an. Und wenn eine bezaubernde Sous-Chefin bei mir mit ihrer tollen Uniform, Rasterlocken, Stängeleis serviert, kann ich Ihnen sagen, 20 Männer waren begeistert. Ich sage, wow, haben wir noch nie erlebt. Und das kostet 2 Minuten Zeit, du holst das Eis und wir hatten Schokoladenstängel-Eis serviert, nichts Großes, 1 Euro Wareneinsatz, sind da durchgegangen, haben 20 Eis verkauft, war ja Eis, ja, der ganze Sommer.
war eine Riesengeschichte und wir werden natürlich da auch weiter jetzt versuchen, weitere emotionale Berührungspunkte zu finden. Aber ich will es noch einmal betonen, das ist ein langer Weg, steinig, der kostet Zeit. Das ist auch die beste Investition, die wir haben, also in unsere Mitarbeiter. Und die Erkenntnis, dass wir nur über die emotionale Mitarbeiterbindung emotionale Berührungspunkte überhaupt umsetzen können bei unseren Gästen, ist elementar wichtig.